Seid gegrüßt, die Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Ghost of Tsushima. Endlich geht es auch hier weiter und wir befinden uns auch außerdem in den Finalen der Ikki-Geschichte. Da kann nicht mehr allzu viel passieren, denn wenn wir mal in unsere Aufträge gucken, falsche Taste, dann sehen wir hier unten rechts, besiege den Adler als einzig verbliebenen vorhandenen Missionspunkt oder Fortschrittspunkt auf unserer Missionsliste, die wir hier in Ikki erlebt haben. Und was die Hauptstory angeht, müssten wir uns jetzt mit Fune treffen, um eben halt über die nächsten Schritte zu beraten. Und dazu würde eben wahrscheinlich gehören, dass wir jetzt den Haupttrupp des Adlers ausfindig machen, beziehungsweise ihr letztes Versteck, um sie dann besiegen zu können. Bevor wir das aber tun, würde ich gerne diese Nebenquests hier abschließen, von denen wir noch zwei haben. Zumindest zum aktuellen Stand. Und deswegen gehen wir da doch jetzt erstmal hin. Auch hier gilt, dass ich ziemlich lange nicht gespielt habe. Dementsprechend kann es mal vorkommen, dass ich mit der Steuerung ein bisschen hadere. Aber grundsätzlich sollte das hoffentlich klappen. Insofern schauen wir mal, was wir hier bewerkstelligen können. So, wir werden jetzt erstmal das hier übernehmen. Schauen wir uns die Aufzeichnung nochmal an, damit wir ins Boot geholt werden, was die Mission angeht. Ein Schiff an der Westküste greift Menschen mit Brandpfeilseifen an. Womöglich ein Mongolenschiff, das mit Fratscha-Kanonen bewaffnet ist. Das sollte ich mir ansehen. Also ich weiß, was für Kanonen das sind, aber ich weiß nicht mehr, wie man sie richtig ausspricht. Von daher. Genau. Das Schiff müsste irgendwo hier hinten tatsächlich sein. Die Frage ist, wie kommen wir da anständig hin? Tatsus Treppe haben wir hier. Oh, und da drüben haben wir sogar Mongolen. Boah, da ich keine Erfahrungspunkte mehr von euch haben will, ignoriere ich euch jetzt einfach mal. Denn was das angeht, haben wir ja im Prinzip schon alles gemacht, was Jin irgendwie erlernen könnte. Da kommt nichts Neues mehr. Ja, das ist bei manchen Spielen einfach so. Da kann man so weit leveln, dass man irgendwann Skillpunkte im Überfluss hat. Und dann demzufolge auch nichts anderes mehr braucht. So, was haben wir denn hier? Ein brennendes Schiff. Zeichen eines Kampfes. Dem sollte ich nachgehen. Jo, das sollten wir. Aber erstmal müssen wir diese Verdeckung wegziehen. Verstehe. Oh, hier haben wir sogar noch einen Bambusstand. Na, dann machen wir den doch gleich mal mit. So. Easy. Okay. Das war jetzt nicht viel schwerer. Ja, okay, das ist vielleicht schon etwas schwerer. Aber trotzdem gut gemeistert. Damit haben wir diesen Bambusstand abgeschlossen und bekommen eine Entschlossenheit. Ah ne, noch nicht dazu. Da fehlt noch ein Bambusstand. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass auch ein Bambusstand hier noch irgendwo auf Ikki sein muss. Denn auf der Hauptinsel haben wir sowieso alles abgeschlossen. Oh, wartet mal. Da ist auch noch was. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Das Schiff. Was auch immer eure Mission jetzt ist. Warum kann ich nicht runterspringen? Ich wollte gerade sagen, sprich mit den Überlebenden. Ach hier. Ey Dude, was ist hier passiert? Naja, nicht viel Zeit. Oh Gott, okay. Wer war das? Mongolen? Nein, eine andere Bande. Verräter. Yamaneko und seine Bande verbrüderten sich mit den Mongolen. Die Mongolen gaben ihnen Huachas. Wer sind diese Banditen? Wo finde ich sie? Frag Tsugi. Sie kann helfen. Das Dorf im Süden. Roter Kasahut. Warnt sie, dass sie kommen. Okay, krass. Unruhige Gewässer. Wir haben es hier also mit Verrätern zu tun, nicht mehr mit Mongolen. Ich höre die Huachas. Lauft! Ich
höre sie auch. Dann schon mit dem Watcher-Feuer am Strand. Die Großbande wollen Überlebende töten. Weg ist es. Dann wird erledigt. Oder sollten wir zumindest demnächst? Okay, ich dachte bis eben, es könnte ein Freund sein. Okay, wenn ich dem Feuer am Strand entkommen soll, dann heißt es wahrscheinlich einfach nur, dass ich hier weggehen soll. Ah, ich sag ja Steuerung und so, hadern und so. Das läuft ja richtig gut. Wie man die mit einem einzigen Hieb töten kann. Wollte der sich gerade ergeben oder warum hat er die Hände hochgenommen? Scheint so, als wüsste er es selbst noch nicht. Autsch. Na komm schon. Der ist auch erledigt und jetzt haben wir nur noch ihn. Das müsste die Kampfhaltung sein. Perfekt. Und weg hier! Er sagte, Sugi ist in einem Dorf im Süden. Wenn sie noch mehr Banditen rekrutieren. Ja, dann haben wir definitiv ein Problem. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken. Wo ist das Dorf im Süden? Das ist ziemlich weit weg. Da würde ich jetzt erstmal die Schnellreise hier benutzen. Denn von da aus ist es wirklich nicht mehr weit weg. 40 Meter, um genau zu sein. Oh. Das könnte das Dorf sein und wenn ja, ist es zerstört. Shit. Das muss das Dorf sein. Ich sollte mich umhören. Jemand muss dieses Sugi mit dem roten Kassahut kennen. Was haben wir hier? Ziemlich viel Rauch. Oh nein. Wieder eine Vision. Euer Vater fiel im Kampf und rettete seinen Sohn. Seine Belohnung ist der Tod eines Kriegers. Und er führt sein Vermächtnis fort. Ja, das ist richtig, das tue ich. Das ist tatsächlich mal eine nette Vision gewesen. Stolz auf mich, Vater. So, jetzt müssen wir mal irgendwie mit den Leuten hier reden. Was geschah hier? Hunderte von Brandpfeilen kamen von einem Schiff in der Bucht. Ich kenne das Schiff. Banditen. Mit Mongolenwaffen. Jemand hier soll helfen können, sie zu stoppen. Sugi trägt einen roten Kassahut. Kenne ich nicht. Wie kann es sein, dass er sie nicht kennt? Muss doch einigermaßen bekannt sein hier. Mit der kann man nicht reden. Mit dem hier vorne vielleicht. Ja. Hallo? Habt ihr euch verirrt? Nein, ich suche eine Frau. Mit einem roten Kassahut. Sugi. Nebenan wohnte ein Ehepaar.
Sein Name ist Sun Pei. Ihren weiß ich nicht. Danke. Sun Pei also. Untersuche das schwelende Haus. Joa, ist wohl abgebrannt, wa? Zu. Naja, ganz ehrlich, das kannst du ja wohl ganz leicht öffnen, oder? Noch warm. Ja, dann war sie vor kurzem ja noch hier. Ja, oder eher. Wohnt jemand. Ihr sucht nach mir? Warum? Sugi. Ich will euch nichts Böses, Sugi. Mein Name ist Jin. Ich soll euch warnen. Das Schiff, das das Dorf beschossen hat, gehört jemandem namens Yamaneko. Helft mir, ihn aufzuhalten. Sie wissen, dass ich hier bin. Das bedeutet... Sollen wir fortgehen? Sie weglocken? Nein! Nein! Wir wissen gar nichts! Es ist zu spät. Pack unsere Sachen. Sei bereit, wenn ich zurückkomme. Komm mit mir, Jin. Pass auf dich auf. Ich gehe kein unnötiges Risiko ein. Es gibt wohl für alles ein erstes Mal. Sind sie also schon hier? Jo. Sugi! Yamaneko schickt herzliche Grüße! Sebe, du warst schon immer sein Schoßhund. Wie gefallen dir unsere neuen Freunde? Schon bald sind wir die mächtigste Bande auf der Insel. Tötet sie alle! Easy. Jetzt müssen wir erstmal gucken, Wurfwaffen. Na, Mann! Verdammter mongolischer Schoßhund, ey. Easy. Nicht schlecht. Kommt mit. Naja. Yamanekos Bande ist vorsichtig. Gut bewaffnet. Legt nur zu festen Zeiten an festen Orten an. Ja, das merke ich. Ihr kennt euch also. Ja, natürlich kennen sie sich. Das ist ja schon klar geworden jetzt. Er hielt ihn von seinen schlimmsten Neigungen ab. Eine Zeit lang. Als ich San Pei traf, wollte ich dieses Leben nicht mehr führen. Aber Yamaneko verlässt man nicht einfach. Sagt mir, wo sein Schiff anlegt. Ich mache den Rest. Wir tun es gemeinsam. Oder gar nicht. Das gilt dann aber auch für euch. Ihr seid gut mit der Klinge. Ich habe eine Idee, die funktionieren könnte. Aber erst muss ich mich umsehen. Einen alten Kontakt aufspüren. Westlich von hier liegt ein verlassenes Fischerdorf. Ich komme dorthin. Viel Glück. Euch auch. Unruhige Gewässer abgeschlossen. Okay, dann scheint es hier eine Questreihe zu sein. Auch interessant. Talisman des flinken Überfalls. Triff Sugi beim alten Fischerdorf, ja. Aber das Erste, was wir tun sollten, ist diesen Leuchtturm uns anzuschauen. Denn wenn wir schon mal hier sind... Eine Schande für den Sakai-Clan. Sie werden euch finden. Den Gestank des Versagens eures Vaters werdet ihr nicht los. Das war zwar auch nicht das, was ich machen wollte, aber auch das hat offenbar funktioniert. So.
Der Großteil von ihnen dürfte erledigt sein. Es kann ja sein, dass jetzt nochmal ein paar Verstärkungstruppen ankommen. Aber drauf geschissen. Schissel. Ups. Wir wollen erstmal nur den Leuchtturm entzünden. Sehr nice. Na, nicht pausiert. Jetzt, okay. Normalerweise deckt der Leuchtturm noch ein bisschen was auf. Was ist denn jetzt hier los? Hä? Okay, ist irgendwie ein bisschen verwirrend, denn wie gesagt, normalerweise deckt der Leuchtturm ein bisschen was auf. Und er hat jetzt gar nichts getan. Naja, okay. So, das Fischerdorf ist hier drüben, ziemlich weit weg. Dank Schnellreise können wir natürlich alles sowieso schnell erreichen. Also egal. Da drüben ist Sugi. Wo ist sie? Sucht mich jemand? Ja, gute Frage. Ja, aber Nikos Leute, die hole ich mir. Kommt da noch einer oder war's das? Ja. So, der ist weg. Und das war's auch. Ich befreie dich. Hold the might. Oder ist das ein Typ? Nee, ist eine Frau. Oder? Ich bin verwirrt. War das ein Anblick? Ihr seid weder Samurai noch Ronin. Was genau seid ihr? Jemand wie ihr, der das Gefühl kennt, gejagt zu werden. Ich war bei der Bucht. Irmanikos Bande tauscht Gefangene gegen Mongolen-Watchers. Verräter und Sklavenhändler. Sie dürfen nicht noch mehr Waffen bekommen. Ja. Wir müssen uns trennen. Haben wir doch bis eben sowieso schon. Hä? Lenkt die Truppen am Strand ab. Ich hole mir ein Boot. Ich schleiche mich schon unbemerkt auf Schiffe, seit ich ein Kind war. Wenn Yamaneko so gefährlich ist, wie er sagt. Er fällt in meine Verantwortung. Yamaneko ist mein Bruder. Oh. Ein Familienmitglied zu töten, ist schwieriger, als man sich vorstellen kann. Ja. Also gut. Ich gehe die Küste entlang zum Lager der Mongolen und Plünderer. Suche einen Weg, mit allen fertig zu werden. Ich übernehme ihre Watchers. Das erhöht eure Chancen. Gut, wenn es aussieht, als hätten die Plünderer die Mongolen betrogen, sollten sie aufeinander losgehen. Ich schicke ein Signal, wo ihr hinziehen müsst. Ein wenig Mehl im Lagerfeuer lässt das auflodern. Viel Glück, Sugi. Euch auch. Okay, dann ist die Sache wohl klar. Adalas. Mal sehen, ob wir gegen Yamaneko gewinnen können. Klingt auch nach einem Duell am Ende der Questreihe. In der Nähe ist ein Spähposten. Ich kann nicht los, bevor... Ich erledige sie zuerst. Wir treffen uns hinterher an der Nordküste. Besiege Yamanekos Speer. Da sind die Speer. Ja, wir können ja eigentlich von hier drüben rüberschießen. Ja, überschüssige Munition wird ja jetzt immer in unsere Satteltaschen gesteckt, von unserem Pferd, was ich auch ganz cool finde.
Wo ist der letzte? Where is he? Macht er vielleicht tatsächlich das, was ein Spähposten machen soll? Bericht erstatten? Tut ein Antagonist endlich mal das, wofür er gemacht wurde? Nämlich eine Gefahr darstellen? Okay. Abwarten steht hier. Dann machen wir das. Wenn es Nacht wird, kann Sugi zum Schiff rudern. Und wir hoffentlich gewinnen. Ich sehe mich mal um. Wo kommen denn die auf einmal wieder her? Lagerfeuersignal. Leite ihren Huacha-Angriff. Hä, waren die ganze Zeit hier oder wie? Menegos Bande und die Mongolen. Unter einer Decke. Mit der Allianz ist jetzt Schluss. Jetzt das Signal für Sugi. Signal für Sugis Huacha geben. Okay. Wie ihr wollt. Das ist den Mongolen natürlich nicht aufgefallen. Der hat jetzt eine Halluzination und müsste theoretisch jeden Gegner angreifen. Die können sich ruhig ein wenig bekämpfen. Next one. Perfekt. So, wo als nächstes hin? Ah, Sugi, du sollst doch nicht mich angreifen. No! Ja. So, der ist tot. Ah, da oben noch. Okay. Die Frage, wie ich da jetzt anständig hinkomme. Hi. No. Mann, ganz ehrlich. Er wechselt seinen Kampfstil. Hier.
ziemlich viele Mongolen da drüben. Mal daran, Mensch. Du bist doch sonst so gelenkig. Das wäre erledigt. Nächster Angriff. Jetzt sollen wir den Rest von ihnen besiegen. Genau. Schon noch ziemlich viele, ne? Oh nein, oh nein. Er meint es ja. Aha, geil. Erst noch sein Schwert entzünden und dann. Wie ein Feigling. So, irgendwo da. Yamanekos Bande wird anderen ein Beispiel sein. Lasst euch nicht mit den Mongolen ein. Jetzt zu Sugi an der nördlichen Küste. Stoße wieder zu Sugi. Ja, Yamaneko ist natürlich immer noch nicht besiegt, ne? Also wollte ich nur mal so sagen. Da fehlt auch immer noch was. Keine Spur von Sugis Boot. Ich hoffe, Sugi war nicht an Bord. Ja, ich hoffe auch nicht. Das war jetzt Aderlass, ja. Roter Kasserhut. Oh nein. Leb wohl, Sugi. Ich wünsche euch mehr Glück im Jenseits. Ach, die ist doch nicht tot, das glaube ich nicht. Oder? Sugis Kasahut, womöglich alles, was von Sugi übrig geblieben ist. Ich sollte in ihrem Ehemann im Dorf, ihn ihrem Ehemann im Dorf in der Nähe des östlichen Leuchtturms bringen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie jetzt tot sein soll. Ehrlich gesagt wäre das ein ziemlich seltsamer Abgang. Talisman der sausenden Krallen. Ich sollte zu Sugis Mann zurück. Er muss es erfahren. Ja, mal im Ernst, sie ist doch nicht tot.
Ja, Maneko lebt ja auch noch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Oder war der an Bord des Schiffs? Irgendwie glaube ich nicht, dass die Questreihe abgeschlossen ist. Aber mal sehen. Schauen wir uns erstmal an, was jetzt hier zu finden ist. Ein Rehheiligtum. Was soll ich für dich spielen, um dich zu beruhigen? Mutter lehrte mich, dass ein Lied nicht einfach sein muss, um zu beruhigen. Vollste Konzentration hier, während ich mein Flötenspiel darbiete. Wie ein absoluter fucking Meister. Nice. Ja, mit Flöten kenne ich mich aus. Bevor wir wussten, mit langen Objekten, die man blowen kann. Okay, das klingt falsch. Ich kletterte auf sie, weil ich Aufmerksamkeit wollte. Bis Vater mich schalt, weil ich sie störte. Sie lächelte, hielt mein Kinn hoch und sagte: Der Frieden kommt nicht immer in Stille. Ich glaube, keiner von uns beiden verstand, was sie meinte. Der Talisman der Sicht zu Garus wurde verbessert. Okay. So. Gehen wir zum Dorf. Und geben ihrem Mann den Kasa-Hut. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie tot sein soll. Was ist hier passiert? Ja, wahrscheinlich war ihr... Oh Gott. Wo kommt ihr denn her? Ist es ihr Mann? Eine Nachricht von Tsuki. Es ist für alle sicherer, wenn ich einfach verschwinde. Das werdet ihr wohl am allerbesten verstehen. Auf ein Leben, in dem wir von niemandem mehr gejagt werden. Sie lebt noch. Sage ich ja. Viel Glück, Tsuki. Für uns beide. Tsukis Kasa-Hut, ja. Wenn wir teilen... Und wir alle. Aber ehrlich gesagt hätte ich jetzt damit gerechnet, dass wir in irgendeiner Art und Weise Yamaneko noch töten müssen. Und auch das haben wir jetzt ja irgendwie nicht gemacht. Schon merkwürdig.